Hallo! Weil das oft angefragt wurde, erzähle ich euch heute etwas über Ikarus Pflegeroutine. Zuallererst das Wichtigste. Natürlich ist die beste Pflegehygiene, mit dem Hund oft und ausgiebig spazieren zu gehen. Der Hund ist dadurch glücklich, fit und ausgeglichen und das merkt man auch seinem Fell an. Des Weiteren nutzen sich eben auch die Krallen durch das viele Laufen auf unterschiedlichen Untergründen ab und man muss die Krallen in der Regel nicht schneiden. Welche anderen Dinge ich noch mit dem kleinen Ikarus veranstalte, das erzähle ich euch jetzt. Vor allen Dingen in der Zeit jetzt, also so ungefähr von Frühjahr bis Herbst, wird Ikarus nach jedem Spaziergang, besonders wenn er im hohen Gras unterwegs war, auf Zecken abgesucht. Wenn er Zecken hat, dann befinden die sich meistens hier im Brustbereich, am Oberkopf und hier an den Seiten. Ein Video zum Thema Zeckenschutz habe ich schon mal gemacht, das verlinke ich euch mal hier oben. Und die zweite Gefahr, die im hohen Gras lauert, sind Grannen. Und das sind Teile von Gräsern, die mit Widerhaken ausgestattet sind und sich so ganz leicht unter Pfoten oder in den Ohren festsetzen können. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch noch hier oben. Jedenfalls wird Ikarus nicht nur nach Zecken abgesucht, sondern auch nach diesen Grannen. Und zwar in Augen, Ohren und an den Pfoten. Ikarus ist super unkompliziert, was die Fellpflege angeht. Er ist ja halb Labrador und halb Golden Retriever und hat zum Glück mehr Labrador in seinem Fell als Golden Retriever. Die haben ja ein etwas längeres Fell. Was ich mache, wenn gerade kein Fellwechsel ansteht, ist Ikarus eigentlich nur super, super selten zu bürsten. Das ist vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt. Und dazu benutze ich den Furemaster. Ikarus wird dann einmal komplett abgebürstet und das war's dann eigentlich schon. Und den benutze ich auch, wenn gerade Fellwechsel ansteht und zurzeit hart Ikarus auch sehr stark, weil wir jeden Tag baden sind. Und damit ist das dann auch kein Hexenwerk. Ikarus wird einfach einmal komplett damit gebürstet und dann hat sich das Ganze erledigt. Ein bisschen mehr bürste ich hier im hinteren Bereich, weil Ikarus da immer ein paar mehr Haare verliert. Und während des Fellwechsels mache ich das eben dann einer etwas höheren Frequenz. Das sind dann ungefähr ja alle 2 bis 3 Tage einmal durchbürsten. Und das Ganze mache ich natürlich, damit in der Wohnung nicht so viele Haare rumliegen. Ich muss aber trotzdem bei Ikarus Fell einmal pro Tag durchsaugen. Zu Hause gebadet habe ich übrigens Ikarus erst einmal in seinem Leben, und zwar als er ein Welpe war. Wenn er jetzt im Sommer ein bisschen staubig oder dreckig ist, dann fahren wir einfach an einen See und er kann da reinspringen. Einmal pro Woche widme ich mich dann nochmal Ikarus Ohren, den Augen und den Pfötchen. Da schaue ich dann einfach, dass keine Fremdkörper enthalten sind. Besondere Aufmerksamkeit muss ich Ikarus Ohren schenken, weil er eben Schlappohren hat. Und hier setzt sich sehr, sehr gerne mal Dreck fest. Das ist bei Hunden mit Stehohren oder Halbstehohren nicht so. Was ich immer mache, ist, Ikarus Ohr einfach mal hochzuklappen und das so ein bisschen auseinanderzuziehen und einfach mal reinzuschauen, wie viel Dreck sich dort drin befindet. Und mit Dreck meine ich nicht Staub, das ist absolut nicht schlimm, wenn das hier so ein bisschen im äußeren Gehörgang ist, sondern wirklich Dreckkrusten. Und wenn sich das darin befindet, dann nehme ich mir halt mal einfach so ein Feuchttuch. Wichtig ist, dass das unparfümiert ist. Dann wickle ich das so um meinen Finger und gehe ganz vorsichtig in das Ohr hinein. Ich schiebe aber den Finger dann damit nicht komplett ins Ohr, sondern reibe nur an den Stellen, die ich auch sehen kann. Also einfach hier so ein bisschen ausreiben. Ganz vorsichtig erst den äußeren Gehörgang und dann so weit, wie ich noch leicht reinschauen kann. Ich gehe ja wirklich nur mit der Fingerspitze, vielleicht in Nagellänge in das Ohr hinein, weiter gehe ich dort nicht rein. Wie gesagt, was ich da bei Ikarus raushole, ist wirklich eher in schleimiger Konsistenz. Wenn das nur Staub ist, ist das absolut kein Problem und ihr müsst eurem Hund echt nicht die Ohren sauber machen. Was vielleicht auch noch sehr interessant ist bezüglich der Zahnpflege, ich mache hier gar keinen großen Aufriss. Ich gebe Ikarus ungefähr jeden zweiten oder dritten Tag einen Rindermarkknochen oder einen Rinderhautknochen. Und darauf kaut er eben sehr, sehr lange rum, in der Hoffnung, dass sich dadurch Belege lösen. Und viele sagen mir auch, wenn sie Ikarus-Zähne sehen, die sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Vielleicht ist das ja der Grund dafür. Was mich jetzt noch sehr, sehr von euch interessiert ist, ob ihr eurem Hund die Zähne putzt. Denn meine Tierärztin, kann ich mich noch genau daran erinnern, als ich zum ersten Mal mit Ikarus da war, hat mir wärmstens ans Herz gelegt, dem Hund die Zähne zu putzen. Ich habe das ungefähr 2 Wochen gemacht und dann war ich echt mega genervt davon. Macht ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und für wie sinnvoll haltet ihr das bei einem Hund?
Das andere, was ich eben noch mache, ist auf Ikarus Krallen zu achten, dass sie nicht zu lang werden. Aber eigentlich sollte es durch ausgiebige Spaziergänge nicht dazu kommen, dass die Krallen zu lang werden. Falls euer Hund aber mal zu lange Krallen haben sollte, durch welche Gründe auch immer, und ihr euch unsicher damit seid, die selbst zu schneiden, dann geht einfach mal zum Tierarzt und lasst euch das dort professionell zeigen und danach könnt ihr das bestimmt auch selbst machen. Wie gesagt, ich musste das in 3 Jahren bei Ikarus noch nie machen und ich glaube, ich würde mich da auch nicht rantrauen und würde mir das erstmal von meiner Tierärztin zeigen lassen. Vielleicht konntet ihr den einen oder anderen Tipp aus diesem Video noch mitnehmen. Mich würde wirklich sehr interessieren. Putzt ihr euren Hunden die Zähne? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und übrigens sind wir jetzt auch ganz, ganz neu auf Instagram, wo wir Bilder von unserem Alltag posten und auch mal Bilder von hinter den Kulissen. Also wenn ihr Lust darauf habt, dann abonniert uns doch einfach auch dort. Dort heißen wir ebenfalls Ikarus Doodle. Und falls du jetzt Lust auf ein noch weiteres Video hast, dann klick doch einfach hier oben für 15 Gründe zum Meckern beim Einkaufen im Supermarkt. Oder hier oben für unser Favoritenvideo mit Hundespielzeug und Zubehör, was mir und Ikarus sehr gut gefällt. Und falls du kein Video von unserem Kanal verpassen willst, dann abonnier doch einfach unseren Kanal. Die nächsten Videos werden sich drehen zum Beispiel über Barfen und Agility. Also falls du darauf Lust hast, abonnier uns einfach. Dann macht's gut. Tschüss. Und dass es allen gut geht. Allen gut geht. So ein Quatsch.